んだ。はい、いいよ。立てます。18 Pop Man at Arms, let's go. Würde ich spielen, wenn ich wüsste, wie es geht. Weiß ich aber leider nicht. Spawn die Startressourcen jetzt irgendwie wieder näher am Dorfzentrum? Fühlt sich ein bisschen so an. So früh, wie wir hier die ganze Zeit unsere Ressourcen finden. Schon wieder alle Rest gefunden. Moin Olli! Radon, hallo! Gegen Vietnamesen können wir halt leider schlecht Standard-Man-at-Arms eröffnen. Weil Vietnamesen halt relativ schnelle Archer-Builds spielen können. Ah, verdammt. Aber egal, wir wurden nicht gelamed und wir sind auch Laming sicher ab jetzt, würde ich sagen. Sagen gegen Vietnamesen eröffnen wir erstmal 19 Pop Single Range. Beziehungsweise halt Skirms. Oh, wie schlecht.
Hello Kitty Frieden, was geht? Willkommen, willkommen. Müssen wir einfach mal kurz hoffen, dass er Scouts Archer eröffnet. Sonst haben wir ein Problem. Schicken mal einen kleinen Scouting-Spearman nach vorne. Um genau das rauszufinden. Ja, Archer. Okay, gut. Hier ist zu, auch gut. Aber er ist nicht auf Gold, zumindest nicht auf dem hier. Das ist weird. Der Willos war ziemlich unnötig. いいよ。
Wir hätten einen Stall für einen Scout. Aber nicht nur für einen Scout. Vielleicht auch ein, zwei Knights, wenn er auf Skirms bleibt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er auch auf Knights oder auf Elephantos geht. Gibt noch mal ein bisschen Idle Time. Mr. Weedmaker, play moin. Warum so viele Skirms? Naja, weil wir den Scout verloren haben und nicht viel Info haben. Der geht auf Gold, das heißt, der geht jetzt entweder gleich auf Crossbows. Okay, Stable haben wir schon mal. Sollten auf jeden Fall nochmal was wir auch machen können. Machen wir das da hinten mit Häusern zu oder vielleicht sogar mit Stonewalls? E-Skirm kostet 230, 130. Wollen wir Blind E-Skirm spielen? Macht eigentlich nicht so viel Sinn, oder? Ja, ist das schon wieder eklig zu wollen. Und Mr. Weedmaker Play, auch danke für dein Follow. Wir wollen auf jeden Fall zwei TCs adden. Und ein bisschen Holz übrig haben, um auf das zu reagieren, womit er gleich follow-upen wird. Er hat keine Cuff-Upgrades gemacht. Ist also davon auszugehen, dass er Expo spielt. Andere Optionen von ihm wären halt nur noch Elefanten gewesen. Das heißt, wir brauchen noch mal kurz ein bisschen mehr Holz, damit wir gleich auch... Ja, Double Range. Okay. Dann ist E-Skirm auf jeden Fall richtig. Ich glaube, er spielt auch nur Skirms. Na gut, nicht nur, aber hauptsächlich. Mich wundert sehr, dass er nicht weiter an der Woodline pokt. Ich würde mir hier gerne gleich irgendwie eine Burg reinstellen oder so, damit wir auf jeden Fall
zumindest mal ein bisschen safe Wood nehmen können. Welches TC hat sein Gatherpoint hier so kacke? Ich will ihm eigentlich nicht zeigen, was ich mache. Das Ding ist, wir haben halt Ballistik, ne? Also wenn er sich entscheidet anzugreifen, im falschen Moment können wir ihm die ganze Armee wegnehmen. Ich würde hier gerne einmal durchchoppen, damit wir da die Burg hinsetzen können. Hier wäre nämlich ideal, damit wir das ganze Holz da sichern können. Bisschen spät. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da habe ich erstmal alle, die ich brauche. いいよ。
はい。立てます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 
Skirm Halb Towers. So viele Mangos, wie der hatte. Er hat einfach Onager getaggt, wenn ich Skirms gegangen wäre. Kaff hat er gar nicht gespielt. Towers. Gegen Onager Trap, ich weiß es nicht. Monks gegen Onager. Haben Japanese Redemption? Ja. Spielt das Matchup in Castle Age? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber auch da wieder, was mache ich in Castle Age? Er ist Castle Age Crossbow Skirm gegangen, ich bin Skirm Only gegangen. Und wie soll ich mit Skirms Damage machen? Infanterie hätte er gekontert, seine Skirms sind besser als meine. Japaner haben Full Monastery? Nee, nicht Full, oder? Nee, Heresy fehlt. Wieso gehst du nicht CA? Weil er Full Skirms gespielt hat? Gegen Full Skirms CA spielen ist jetzt irgendwie nicht so intuitiv, wenn du mich fragst. Castle Age nicht jetzt. Ja, er hat ja Castle Age auch schon Full Skirm gespielt. Ich zeig's dir. Der hat Feudal Age schon Full Skirms gespielt. Dann hat dann Castle Age einfach noch ein paar Crossbows dazu gemacht. All in Knights Castle Age. Wieso geht Capture Age denn jetzt nicht? Jetzt. Ja, All in Knights Castle Age wäre wahrscheinlich sogar noch das Smarteste. Ich meine, Castle Age sind meine Knights doch FU, oder? Oder fehlt mir Bloodlines? Was Skirms öffnen und hoffen und beten ist auch schon wild. Naja, gut, das war ja die richtige Entscheidung. Soweit erstmal. Ich habe halt meinen Scout verloren, ich hatte gar keine Info auf ihn. Und da ich ja mit Archern gerechnet habe, wären Scouts jetzt auch nicht so geil gewesen. Ja, wir waren viel früher Castle Age mit so viel Wood. Ich glaube, wir hätten uns einfach die TCs sparen sollen, die Walls sparen sollen. Zehn Farm Adden, Double oder Triple Stable Knights, das wäre es wahrscheinlich gewesen. Okay. Note to self. Japaner gegen Vietnamesen. Nicht ins Late Game gehen lassen.